Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel, das da heißt Redemption Cemetery, der Fluch des Raben. Fangen wir mal an. Wir gehen auf den Friedhof. Oh mein Kopf, was ist passiert? Ich brauche Hilfe. Hatten wir einen Unfall? Was geht hier vor? Die Tore sind zugefallen. Nein. Gut gemacht. Neues Inventarobjekt. Metallstange. Dieser Grabstein ist zu schwer, um ihn mit bloßen Händen hochzustemmen. Die Metallstange vielleicht? Gut gemacht. Namenstafelstück. Bestimmt sollen wir dem Raben folgen. Eine Frauenstatue wacht über dieses Grab, aber der Name fehlt. Ein Stück davon haben wir. Wird hier nicht funktionieren, okay? Boah, diese Melodie. Diese Musik, wie auch immer. An diesem Grab fehlen Namen. Kann ich auch nicht machen. Diese Statue trauert offenbar um die Toten. Ja. Okay, dann folgen wir jetzt dem Raben. Hallo. Sie hieß offenbar Annemarie. Sie war so jung, wie traurig. Verbrannt. Oh, kein schöner Tod. Es ist schrecklich, wenn ein Kind stirbt. Letzte Woche kam ein Mädchen und ihr Vater bei einem Hausbrand ums Leben. Das ist nur ein gewöhnlicher Eimer. Das ist ihr Bild wieder. Das ist ihr Vater. Der Name des Verstorbenen gehört in diese Vertiefung. 1967 bis 2003. Das wissen Sie schon. Dieser Baum ist ziemlich unheimlich. Müssen wir ihn ausleuchten? Das wissen wir schon. Gehen wir mal weiter. Die Tür ist verriegelt. Ein Wimmelbild hatten wir Ewigkeit nicht mehr. Ein Schirm. Ah, manchmal muss man also auch Sachen verschieben. Also ich habe so gar keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich habe nur mir geholt, weil Wimmelbilder. Ich werde so gut wie es geht spielen. Wenn es halt nicht klappt, klappt es nicht. Wie bei Grim Tales, ich mache da keine. Dann ist es halt so. Eine Socke. Das ist der zweite Fisch.
So, langsam. Was war das? Keine Ahnung. Gut. Oh, das war der Ball also. Anscheinend macht das Spiel das mit dir. Finde ich nicht nett. Ah, das war einer der Krüge. Da ist der Korb. Ah, wie es nervt. So, jetzt fehlen noch drei Sachen, drei Objekte. Der Schal, der Krug und das Bügeleisen. Da war das Bügeleisen. Keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Da war der Schal und jetzt fehlt noch der zweite Krug. Das geht schon wieder los. Da. Damit habe ich alles gefunden. Gut gemacht. Wir haben den zweiten Teil der Namenstafel gefunden. So, ich habe die Tafel im Grab eingesetzt. Irgendwie ist mir jetzt kälter. Oh, hallo. Aha. Zurück in die Zukunft. Ach, Vergangenheit. Diesmal ist es die Vergangenheit. Hallo du. Kann ich was mit dir machen? Hallo. Help us. My daddy and I are trapped in here. Please hurry. Oh mein Gott. Eine Aale. Zeitung. Ein Feuerzeug. Dann gehen wir mal rein. Reiniger. Unter der Tür ist ein Spalt. Und jetzt? Der Schlüssel ist aus dem Schloss gefallen. Okay, dann holen wir ihn mit der Zeitung wieder. Bester Trick zum Einbrechen. Ups. Den Schlüssel. Das Haus ist voller Rauch. Ich muss Luft hereinlassen. Dann öffne die Fenster. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Es geht nicht auf. Dann zerschlag sie. Eine Statuette. Ich kann erst in den Keller gehen, wenn das Feuer gelöscht ist. Okay, da muss ich ja irgendwas anderes machen. Kann ich mit der Statuette. Der Rauch zieht ab. Aussteckgriff ist zu heiß. Das Fass ist voll, aber es ist zu schwer. Eine Taschenlampe. Ich brauche eine Binde, eine Schere und einen Klebestoff, um den Stuhl zu reparieren. Wofür sollte ich den Stuhl reparieren? Sechs, drei, acht, fünf. Diese Zahl sieht wichtig aus. Ich sollte sie mir aufschreiben.
Kammer. Das Feuer ist gelöscht. Ich bin so ein guter Feuerwehr. Eine Feuerwehrfrau, kein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau. Das Wasser ist elektrisch geladen. Ich muss den Strom abschalten. Der Schalter zeigt keine Wirkung. Die Sicherungen müssen ersetzt werden. Ich muss das Feuer löschen, um dies aufzuheben. Okay. Verband habe ich gefunden. Das hatten wir schon. Ja, das war das elektrische Wasser. Was kann ich dann jetzt tun? Da war noch was. Es ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Dafür haben wir eine Taschenlampe. Eine Sicherung. Juhu. Bestimmt muss immer 15 rauskommen. Eine der Sicherungen fehlt. Es muss immer 15 rauskommen. Schon 15 passt also nicht. Das ist 14. Das ist aber nur 11. 10, Entschuldigung. Ordne die Sicherung so an, dass jede Reihe und Spalte 15 gibt. Das haben wir schon rausgefunden. Danke. Das ist aber nur 14. Zehn, 15, 12, die Sicherungskasten ist wieder in Ordnung. Jetzt kann ich den Strom abschalten. Gut. Ein Wimmelbild. Oh, aber eben mit diesem Wimmelbild. Beenden wir die Folge. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Like oder dann schreibt einfach einen Kommentar. Tschüss!